Ja, Treiber UFO-Mission, es geht weiter. Und wir nähern uns gerade hier dem Schiff an. Ich will aber hier nochmal gucken. Ich schmeiß hier nochmal eine Flare hin, nicht dass da noch irgendwo wer im Dickicht steht und uns wegsniped. Sieht aber nicht so aus. Sehe da jedenfalls nichts. Was aber ja nicht zwangsweise was zu bedeuten hat. So. Pirschen wir uns mal ein Stück nach vorne. Gardabeck bleibt erstmal hier hinter der Hecke in Deckung. Gut, dann geben wir ab. Nichts passiert. Dann. Ja, ich weiß nicht, gehen wir rum oder gehen wir direkt rein? Stellen wir uns erstmal dahin. Ja, natürlich. Es müssen wieder Zeiteinheiten verschwendet werden. Okay. Ja, vielleicht sollten wir auch mal die Fluganzüge nutzen. Okay, er hat keinen. Langsam vor. Einer kann im Prinzip noch raus. Genau. Nach hinten wollte ich gehen. Not. 68 bleibt da. Okay. Noch ist es ruhig. Können ja mal oben gucken. Ob hier einer rumfloatet von den Floatern. Sieht bis jetzt nicht so aus. Test nochmal in die Richtung. Doch hier geht es immer noch weiter. Schnappt hier nochmal die Flare. Oi! Wo kam das jetzt her? Scheiße. Wir sehen da nichts. Das ist nicht gut. Dann gehen wir mal ein Stück vor. Kannst du eine Flare hier hindonnern? Kannst du? Da sehen wir ihn. Aha. Gut, dann übernehmen wir den mal. Bevor wir da irgendwelche bösen Überraschungen erleben. Wieso das denn nicht? Kuwert, wieso geht das nicht? Das war jetzt aber nicht geplant. Wenn Kuwert das nicht hinkriegt, kriegt Renhoek das erst recht nicht hin. Scheiße. Kann noch wer schießen? Nur mal probieren und hoffen. Puh! Glück gehabt, dass das noch geklappt hat. Den Test gerade noch so gerettet. Okay, und die 85 noch mal ein Stück nach vorne. Gut. Da haben wir jetzt echt Schwein gehabt. Hoffe, hier ist jetzt sauber. Sonst ist Test platt. 97, schaut mal rein. Nix. Gehen wir auch mal außen rum, würde ich sagen. Denn ihr wisst ja, sicher ist sicher.
Okay, hier ist die Map zu Ende. Wie es scheint. Ja. 86 geht dann auch nochmal mit rein. In Richtung UFO. Ui. Da hat einer auf uns geschossen. So ein Sackgesicht. Wo kam das her? Ist die Frage. Da steht er. Probier mal den zu übernehmen, den Kollegen, bitte. Hoffe, das klappt diesmal. Tut es. Gut. Erstmal die Waffe weg. Da ans Fenster. Dann kannst du uns nicht entwischen. In der nächsten Runde erledigen wir den dann. So, die 86 auch mal nach vorne gleich. Guck hier nochmal rein. Trauen sich nicht die Bengel. Traue mich jetzt auch nicht wirklich da reinzugehen und da stehen zu bleiben. Nicht, dass hier einer rauskommt und uns erschießt. Man weiß es nicht. Okay. Da ist auch soweit sauber. Gardaback nochmal runter. Gucken, ob hier noch irgendwas so rumkriecht. Sieht bis jetzt aber nicht so aus. Okay. Jetzt nehmen wir uns erstmal den Burschen hier vor. Take this! Damit wäre der auch hinüber. Hallo! Mal kurz übernehmen. Obwohl Renoweck muss trainieren. Erstmal er. Dann kann Kuvert jetzt immer noch zur Rettung schreiten. So. Und Kuvert bitte retten. Gut. Dachte ich mir doch, dass da noch einer steht. Nochmal. Mind Control. Sehr gut. Wie geil. Nochmal geht nicht. Nee, okay. Dann erschießen wir den erstmal. Und du erschießt den. Gut. Und wir erschießen ihn. Sehr gut. Ich hoffe, jetzt kommt hier keiner rein. Sonst sind wir am Arsch. Beziehungsweise die 97 ist am Arsch. Weil dann gibt es nämlich einen übergebraten, wenn da jetzt einer rauskommt. Die Risiken, mit denen ein XCOM-Commander zu rechnen hat. Im täglichen Einsatz. Gut. Und der Test guckt hier nochmal. Okay, hier ist die Map zu Ende. Hoffen wir mal, dass hier keiner mehr ist. Gut. Alles klar. Das war schon mal gut hier, dass wir die da drin übernehmen konnten. Guck mal da rein. Oi weh. Da schießt so ein feige Schwein mit Reaktionsfeuer auf uns. Aber das wird er bereuen. Wen sieht er denn jetzt? Da hinten sieht er einen. Renoweck mal kurz zum Training. Okay. Und Kuvert zum erfolgreichen Angriff. Gut.
Und mit dieser Gedankenkontrolle beende ich diese Episode. Bis gleich.